Ich würde es auch wirklich jedem gönnen, ne? Das ist so. Da wird so viel bewegt, wirklich in jeden Verein, so viel Herzblut reingesteckt. Da wird natürlich auch so viel investiert, teilweise auch dann risikobehaftet investiert. Und dass es dann einfach so ein bisschen Belohnung kommt. Ne? Wolfsburg ist ja auch seit Jahren jetzt schon dabei, die Champions League anzupeilen. Und irgendwie klappt es nicht so wirklich, bis wir natürlich damals einmal zum Meister wurden. Ne? Es braucht dann einfach manchmal Zeit. Und vor allem, wenn du eine Krisenphase hattest, die, ich würde sagen, für Bremen jetzt fast ein Jahrzehnt dauert, das ist dann schon heftig. Das ist dann wirklich schon heftig. Tolles Duell hier. Bayern gegen Dortmund. 3 gegen 4. Mandzukic mit 2 Toren im Hinspiel. Und dann haben wir noch Wolfsburg, die ich gerade eben angesprochen hatte, gegen Schalke. Und für Schalke jetzt mit dem Auswärtsspiel, das ist dann sogar eine tolle Woche. Tolle 3 Tage, ne, wo du das Pokal Viertelfinale vermasselt hast und jetzt eventuell auch in der Liga diese Negativtrend mitnehmen kannst. Und diese Spiralen sind eben dann ganz gefährlich. Noch ist es Platz 2, aber wie erwähnt, Bayern-Dortmund dahinter, die lauern. Gut für Schalke ist halt, dass die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Bedeutet, beide können jetzt heute nicht vorbeiziehen. Glaube ich zumindest nicht, ne, wenn sie unentschieden spielen. Und da müsste schon viel passieren. Ja, und wir müssen halt gucken. Bremen ist nicht zu unterschätzen. Tabellenplatz 6. Und da kann man definitiv Fußball spielen. Guckt euch das an. Der hat jetzt eine 16er Form. Der Ente in die Sirre. Hammermäßig. Was doch so ein Spiel, ich würde sagen, eine Halbzeit plus ein bisschen der ersten dann so ausmachen kann. Totgesagte Leben länger. Der Sama mit einer 76 ist jetzt auch nicht unbedingt so unterwegs, dass er da zum alten Eisen gehört. Oder nicht mehr ligatauglich ist. Unser schwächster Spieler hat eine 74. War auch Janel, zähle ich extra nicht dabei, da der ja aus der zweiten erst hochkam. Ich habe echt ein Problem, was ich hier gerade sehe. Ne? Ich müsste mehr Spieler einsetzen, als ich kann. Geis, 16er Form als Captain. Aber guckt euch den Strodig an. Mit 20, er ist jetzt mittlerweile 20 geworden. Wann hat er Geburtstag hier? 28.01. Ist mittlerweile 20, hat eine 79, Grundstärke 77, wenn man das mal abzieht. Bei Geis ist es eine Grundstärke 76. Mal für euch in Zahlen ausgedrückt. Umgerechnet heißt es nichts anderes, dass ich jetzt eigentlich Strodig fördern muss. Was heißt fördern? Das Gesetz der Serie eben. Der Stärkere, ne, frisst den Schwächeren sozusagen. Das sollten sie bei uns lieber nicht machen, sonst kommen die Bullen vorbei mit Handschellen und so. Aber so symbolisch gesprochen eben. Strodig hat Geis überholt. Jetzt natürlich auch aufgrund der Phase, dass Geis verletzt war. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ne? Weil wir haben 2 wunderbare defensive Mittelfeldspieler, ne, die sich gegenseitig anstacheln. Das Problem, was ich jetzt halt nur sehe, was ist mit der Kapitänsfrage in den Aufgaben? Kevin Volland wäre das dann eben. Dann hätten wir Jonas und so weiter und so weiter. Es sind ja nicht viele, die 5 haben. Ja, ich werde ihm das jetzt nicht wegnehmen oder so. Ich werde ihm das lassen. Wenn er eben spielt, ist er Captain. Wenn er nicht spielt, ist es eben Volland. Aber ich kann jetzt nicht nur deswegen, was ich damit sagen möchte, nur nicht deswegen, damit ich einen Captain am Platz stehen habe, den Strodig da rausnehmen. Das wäre komplett blödsinnig. Ich kann ja mal aus Spaß die vergleichen, die beiden. Dann wissen wir das ja genau, wie das auch bei den Stärkepunkten aussieht. Da waren Strodig in 13 Fähigkeiten besser, Geis in 18. Man sieht es vor allen Dingen hier hinten. Da ist dann Geis doch noch überwiegend besser. Ich will das jetzt nicht insgesamt zählen. Hier sind wir, glaube ich, bei 5, da sind wir hier bei 10. Ich glaube, das sind 13 Fähigkeiten und er ist dann eben auch bei 9 davon besser noch. Das ist teilweise knapp, wie man das hier sieht. Das ist nicht viel. Und auch hier bei den geistigen Fähigkeiten. Da siehst du das natürlich dann deutlich bei Johannes, dass er da einen Vorteil hat. Krass ist jedes taktische Verständnis. Das ist bei Geist schon wunderbar mit einer 83. Und da setzt der Strodig nochmal 16 drauf. Auf 99. Und hier unten ist er schon überall besser. Antritt, Schnelligkeit, Beweglichkeit, eine Sprungkraft, Robustheit, heftig, Ausdauer. 95. Das ist so ein Duracell-Hase aus dem Bilderbuch. Ne? Über den Standards. Das sind auch noch 3, die man bei Johannes vielleicht abziehen könnte. Ja, die Standards. Eine große Frage, aber wir haben ja gesehen. Wir haben Jordan für die Ecken, wir haben Jung für die Freistöße. Das ist jetzt kein Argument.
dass jetzt Johannes Geis spielen muss. Sichere Pässe, er ist halt Fels in der Brandung, das ist auch ganz wichtig. Wir haben einen hinten in der Abwehr, das ist Engelke und dann den Strodig davor. Das siehst du schon. Das siehst du schon hier. Also er ist es jetzt nicht anhand der Spielertyps, Fels in der Brandung, aber gefühlt ist er's. Als Abwehrchef da hinten. Ja, und was mache ich mit dem Sturm? Das ist genauso eine Sache. Wir haben den Waldschmidt mit einer 80, ich habe Seitz mit einer 83, Timo Werner mit einer 86. Ich kann ja nicht mit drei Stürmern spielen. Ich kann ja vorne die komplette Linie hinstellen, vier Stürmer oder sowas. Und hinten mit einer Dreierkette spielen und den Offensiven weglassen. Ja. Dummes Zeug gefaselt, aber ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir denn hier für News? Schauen wir doch mal. Was ich noch ganz gerne mit euch machen möchte heute, die Laien durchgehen. Na, wir haben jetzt den 11. Februar, das ist schon wieder ein bisschen weiter ins Land gezogen hier. Und vielleicht die Marktwerte noch anpassen. Ja, das wollten wir auch jeden Monat mal machen. 9 Tage, Pokalprämie, 1,75 Millionen haben wir bekommen. Gegen Dortmund, wissen wir, Dahoud hat verlängert. Bei den Young Boys bis 22. Was ist der abgesackt, ne, 65. Nur noch eine 65 hat er. Hä? Ich habe irgendwas gelesen von Trainingszielen, aber ich sehe nichts. Flanken auf eine 80. Das kann ich mal rausnehmen. Ne? Wenn es so annähernd auf eine 80 zugeht, dann sollten wir uns lieber auf irgendwas anderes kümmern, was vielleicht wichtig sein könnte noch für ihn. In Wirklichkeit ist super Sprungkraft, Robustheit. Ja, 54 ist ein bisschen wenig. Das ist wirklich ein bisschen wenig. Wir haben die langen Pässe drin. Kurzen Pässe sind auch drin, Ballkontrolle. Ja, man muss ja nicht 5 nehmen, man kann ja auch einfach 4 Trainingsziele lassen, ist ja überhaupt kein Thema. Milicevic. Der hat aber welche erreicht hier, Ausdauer. Mit einer 61 Kopfballpräzision. Lange Pässe, kurze Pässe, noch nicht. Also, das ist dann wirklich nur, ich würde sagen, Notfall. Nur wenn der jetzt wirklich hier so arg schnell das eintrainiert, dass wir den wirklich breit aufstellen können. So, Ballons, ja. Da habe ich, wie gesagt, keine Ahnung von, was Ballons ist. Ich packe es jetzt einfach mal dabei, um mal zu schauen, ob der das schnell erreicht. Wenn das so sein sollte, ne, dann könnte ich das als Indikator nehmen und könnte sagen, ich baue das bei den anderen auch noch ein. Beim Rest der Mannschaft, um das hochzubringen, die Ballons. Ballkontrolle 86, kann auch mal weg. Der hat auch mit Sicherheit noch Sachen, die er eher trainieren müsste. Beweglichkeit, Dribbling. Das ist ja alles schön und gut. Torriecher, Schusskraft. Das könnten wir mal reinnehmen, die Fernschüsse. Wolle ist nicht unbedingt. Flanken, das haben wir ja gerade eben rausgenommen. Lange Pässe. Das kommt auch ganz nach oben dann. Ja, da habt ihr recht. Es ist nicht unwichtig hier. Wirklich zu schauen, dass man hier alles mit einbezieht. Nicht nur ein paar Geschichten. Ne? Die groben Hauptziele einzustellen. Bringt einen einfach auch weiter, das stimmt. Als Spieler natürlich und als Mannschaft insgesamt, das hilft also jedem. Uiuiui, James Smith, Wahnsinn. Mit 18 eine 70, ne? Das ist natürlich nochmal eine Stufe besser als jetzt, was wir bei Jandl haben. Der Nationalspieler, ich habe mir noch nicht nachgeguckt, ich wollte es ja mal machen, was das hier ist. Das könnten wir, glaube ich, gleich mal rausfinden. Ich lasse den noch fertig scouten und dann werden wir einfach mal schauen. Hier irgendwo muss doch Nationalmannschaft sein und dann müsste ich das Ding dann doch eigentlich finden können. Irgendwo bei B. Dann sieht man das doch eigentlich. Da ist Belize. Ja, super. Jetzt kann ich das... Ja, ich kann theoretisch jetzt einfach mal hier draufklicken. Ja, das ist es. Belize. Wissen wir Bescheid. Also Afrika. Ein afrikanischer Nationalspieler. Bei Gladbach in der zweiten Mannschaft. Mit einer 70. Mit 18. Schande über euch, Jungs. Sobek. Tja, man könnte natürlich jetzt hier irgendwo Hashtags für Twitter machen. Free Smith, aber ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnen würde. Denn dadurch würde man natürlich dann bei uns wieder ein bisschen was verbauen, Svela. Nur mal um so zu nennen. Wir können natürlich jetzt sagen, wir holen den und verleihen ihn sofort irgendwo hin. Mal gucken. Jetzt könnten wir das ja eh nicht machen, weil Februar ist. Ja, das könnte höchstens dann jetzt für den Sommer angehen. Ein Sommertransfer. Was Innenverteidiger? Geis Innenverteidigung. Ich glaube, da war mal irgendwas gewesen, aber guckt euch das mal an, der ist 1,79. Das ist doch dann wurscht, ob der eine Sprungkraft von 80 hat. Der kommt natürlich nie auf das Niveau, was sowieso schon ein großer Innenverteidiger eh hat. Der kann aber stehen bleiben, köpfen, da muss der Geist hochspringen. So nach dem Motto.
Und das brauchen wir auch gar nicht. Bester Spieler war Gianluca Star. Wir haben leider Gottes verloren gegen Dresden mit 2:1. Knappes Ding. Şahin Aslan hat uns in Führung geschossen, in der zweiten schon. Also ähnlicher Blitzstart wie wir gegen Schalke. Benjamin Kirsten war der Beste. Aber guckt euch mal bitte an, was das für eine Mannschaft ist. Da sind ja nur Profi-erfahrene Spieler drin. Diego Demme, Ex-Akteur von uns. Dominik Kaiser ist auch reingekommen. Hier Alban Saba. Zlatko Dedic, Audia, Tobias Müller, Uali. Ich kann jetzt den ganzen Haufen hier aufzählen. Und dagegen dann unsere Youngster. War ein bisschen schade, weil wir das Spiel eigentlich sogar im Griff hatten. Das auswärts in Dresden, in der dritten Liga. Vor 22.000 Zuschauern, das kennen die ja gar nicht. Das kennen die nicht, die spielen höchstens vor 1.000 meistens. Wahnsinn, was hat er? Hat den schwachen Fuß verbessert, er hat jetzt auch 4. Also das ist fast ein beidfüßiger Spielmacher auf der Defensivposition. Ah, da finde ich mich fast schon schlecht, wenn ich den wieder nicht fördern kann hier. Weil es halt hier eben so aussieht. Ich könnte ja sagen, wie erste Mannschaft. Ich mache das jetzt hier mal gerade. Wie erste Mannschaft. Dann schaut es so aus. Gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Ich hoffe, der macht es jetzt. Lässt es jetzt auch so stehen. Nee, komm, du Pfeife. Wie erste Mannschaft. Aktuelles Spielsystem beibehalten. Das müsste ich jetzt mal so machen. So. Wenn ich jetzt so drücke, bleibt es. Alles klar. So, wir haben Svela jetzt hinten stehen. Wie gewünscht. Wir haben trotzdem Star in der Mannschaft. Wir haben trotzdem Markkraft drin. Wir haben Mausen hier stehen. Ja, das ist jetzt halt schlecht für Leiner. Das ist ja sehr schlecht für Leiner. Ich könnte jetzt natürlich behaupten, ja, ich weiß es nicht. Der muss das eintrainieren. Der muss es einfach eintrainieren. Antritt kam mal raus. Dann müssen wir hier die offensive Geschichte mal forcieren. Oder geht es nicht? Habe ich das schon drin? Ne, da ist es. Da ist es. Es ist natürlich auch viel. Das ist viel, von einer 92 auf eine 100 zu kommen, ne, auf der Position. Dafür muss er natürlich spielen. Dafür muss er spielen. Es ist wirklich unfair Mausen gegenüber, wenn ich jetzt hier sage, muss aufgestellt werden, bevorzugte Position, offensiv. Das ist dann wirklich fies, ne? 66, jetzt guck mal, was da steht. Eine 58, nee, komm. Das geht nicht. Ich kann das stehen lassen mit bevorzugter Position. Aber das andere, das geht nicht. Dann wird er den hoffentlich doch noch da einwechseln, wird nicht vorher das System ändern. Heidegger neben Fran. Der Şahin Aslan sitzt jetzt erstmal draußen. Ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, der wird trotzdem die Möglichkeiten bekommen, sich hier zu zeigen. Was ist das überhaupt hier? Ach Gott, ja. Mannschaft ist zu jung. Das sieht man ja, ne? Lieber Fußballmanager, wie zu jung die Mannschaft ist. Gegen Bremen, ich wollte die Verträge gucken. Genau, machen wir das einfach mal gerade hier so. Alles auf Level und dann gucken wir erst die zweite, dass wir das hier ein bisschen erhöhen. So, ich glaube, das sieht gut aus. Und jetzt in der ersten. Sonst haben wir ja das Blöde mit dem Unverkäuflichen. Nehme ich einfach wieder raus. Also man kann das ja dann irgendwo so einstellen. Warte mal. So. Ich weiß auch nicht, warum das dann immer so hoch ist. Wenn das von Unverkäuflich runtergeht. Weil das sind ja schon irgendwo Summen. Und dann packst du dir einen Kopf. Lukas Engelke. Wird natürlich nach wie vor auf Unverkäuflich hier gesetzt. Timo Werner auch. Und dann brauche ich noch einen Mittelfeldmann. Donis Avdiay. So, was habe ich gerade bei Jochen gesehen? Hat er wieder den Torriecher verbessert? Beste Position, wo ist er? Stürmer, Jochen. Nee, aber ja, jetzt 20%, ich weiß nicht, was hatte ich da gerade gesehen? Ah, der ist schon wieder da dran, jetzt hier 20%. Hat er das im Trainingsziel stehen? Ja, da steht's. Ja, höher geht's nicht. Höher geht's nicht. Wenn er das schafft, dann... Der muss eh eine Talentaufwertung bekommen, was der für eine Saison spielt. Das ist einfach nur abartig, was der macht. 27 Millionen wert. Leverkusen wird sich ärgern. Ne? Die haben den damals zu uns abgegeben. Und das war, glaube ich, der größte Fehler, den sie machen konnten. Wenn man sich vorstellt, dass die den jetzt in der Mannschaft hätten. So, wo war... Ne, ich war doch schon richtig, ich Idiot. Ich wollte doch hier hin. Fangen wir einfach mal oben an. Bei Philipp Wolf, die 4 Millionen Kaufoptionen, das wird trotzdem nicht einfach für Wien Wiesbaden, wenn die absteigen sollten, das Geld aufzubringen. Der ist jetzt schon 6,5 wert in der Saison, 3,5 in der Note, 8 Spiele hat er gemacht. Ich kann es ja nicht hier stehen lassen, ne? Wir wollen, das interessiert uns ja, auch bei den anderen. Tom Albrecht, 20 Partien, 3,79 für Unterhaching. Das ist nix gut, mein lieber Freund. 3,79.
alles, was unter 3,3 ist, das lasse ich mir noch irgendwo eingehen, weil natürlich ist der Sprung für die nicht gerade klein. Von der vierten Liga kurz in der dritten gewesen und dann sofort in die zweite. Das ist ein Sprung, vor allem im Alter. Der Sven Schiffner, der macht es ein bisschen besser. 3,14. Für den FC Augsburg schon 8 Millionen wert. 8 Millionen wert. Grundstärke 72. Der leidet momentan so ein bisschen drunter, dass seine Mannschaft da nicht so wirklich funktioniert aufgrund der Form. Sehr, sehr schön. 3,04. Lukas Nagel. Der jetzt auch schon ein Spiel gemacht hat für die. Das interessiert mich jetzt. Wo war das? Zweite Liga gegen Frankfurt. In der Startelf haben sie ihn ausgewechselt. 2,5 in der Note. Warum haben die den ausgewechselt? Ich hoffe nicht verletzt oder so. Aber man sieht ja hier nichts da, ne? In der Form von 12. Also da müsste er doch normalerweise dann auch in der nächsten Partie wieder von Beginn an auflaufen können. Mats Schumann hat auch gespielt für Mainz. Gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, komplett durchgespielt. 4,0 in der Note. Wichtig ist mir, wie gesagt, dass die spielen. Der hat jetzt auch da eine 70. Und das läuft. Mannschaftskollege Stöcker. 3,41. Mit einer 3,5 hat er hier gespielt in der 90 Minuten gegen Düsseldorf auch. In der Startelf. Sven Danseisen für Düsseldorf. Ey, was ist... Ja, das waren die Mainzer, ne? Das waren die Mainzer und jetzt kommen die Düsseldorfer. Dragesa ist ja gleich auch noch. Der hat sofort ein Tor gemacht hier. 3,28. Gegen Mainz. Ey, die haben gegeneinander gespielt. Stimmt, ja. Stimmt. 3,0. Gleich getroffen. Da haben wir Dragesa, der da im Kasten stand. 3,5. Normalerweise müsste ich jetzt hier gar nicht nachgucken, ne? Weil wenn die Note da unten, das passt dann ja gegenüber dem hier, weil es hier nur ein Spiel ist. Super. Und bis jetzt habe ich nichts zu meckern. Denis Jormas, 4 Spiele, ein Tor für Freiburg, 3,30. Gegen uns ja auch ganz stark gewesen, hat bisher leider nicht belohnt worden. Mit einem Tor. Nico Geib, auch gespielt, 3,38 für Braunschweig gegen 60. Da hat er einen 3,5 gehabt, was okay ist für den ersten Auftritt. Ja, und dann haben wir es schon wieder. Dann haben wir es schon wieder. Ich bin jetzt viel gewöhnt, ne, nach diesen 5000, die wir uns ja in der Special-Folge reingezogen haben. Die ganzen Ex-Spieler von RB Leipzig. Ich habe auch den Schreier jetzt da reingepackt. Ich kann euch das gerade mal zeigen hier. Schreier, wo ist der Typ? Ich glaube, ich müsste das mal nach Namen sortieren, dann ist es, glaube ich, einfacher. Da haben wir einen Marcel Schreier jetzt für Freiburg. Auch im Blickfeld. Wenn da irgendwas passiert, dann werden wir das natürlich dann sofort mitbekommen. Sollte der wechseln wollen. So, gegen Bremen. Danach kommt Stuttgart am 18. Also wir haben jetzt eine Woche Pause. Ist für mich wichtig, weil ich jetzt hier nicht unbedingt was schonen muss. Dann Stuttgart. Dann Basel. Dann Gladbach. Dortmund, Leverkusen, Basel. Das ist ein bisschen heftiger, was dann kommen wird. Ne, ab dem Stuttgart-Spiel kann man sagen. Weil es damit auswärts anfängt. Jetzt gegen Bremen glaube ich ganz einfach, dass die bei einer Stärke von 823 in der Höhle des Löwen, in unserer Red Bull Arena, da mit Respekt reingehen werden. Manuel Vor, was mache ich mit dir? Hat eine 13er Form. Vasiljevic würde ich ganz gerne reinbringen. Der hat eine 12er Form. Volland hat eine, ja, 11er, eine 82. Ich glaube, wir machen das heute mal so, dass ich fordern die Möglichkeit gebe, reinzukommen. Der muss jetzt ja nicht verheizt werden. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was du machen könntest, den jetzt da reinzustellen. Und dann ist mal ein schlechtes Spiel und dann schaukelt sich das hoch und irgendwann ist Selbstvertrauen weg. Das kann ja keiner wollen. Ein bisschen was reden können wir noch. 3-4-3, großes Lob. Ich mache lieber das hier. Weil da bin ich relativ sicher, dass er Moralpunkte gewinnen wird. Die Gehälter, das ist ganz, ganz wenig. Das ist nur Vasiljevic. Nur Vasiljevic, der hier das Problem hat. Kann ich das eigentlich hier tun? Nee. Wo ging das mit dem Geld? Das ging, glaube ich, nur, wenn man das entweder hier macht, über den Mannschaftsbildschirm, oder eben bei den Verträgen. Ja, das wäre natürlich jetzt Gold wert, wenn ich das wegbekommen könnte. Das haben wir ewig nicht mehr gehabt. Wirklich da mit bereinigtem Gehaltsgefüge unterwegs zu sein. Und jetzt noch gegenüber Geis. Ein bisschen was brauchen wir noch. Oh Gott, ich wuschel hier rum. Ich hab's doch da unten. Ich will immer unten. Ach. Warum denn einfach, wenn es so kompliziert geht? So nach dem Motto. Der verdient jetzt also 1,4 Millionen. Ein bisschen was dürfen wir noch. Ne, jetzt nicht mehr. Aber ich hoffe, es hat gereicht. Ne. Nicht ganz. 113% gegenüber Geis. Das merkt man natürlich jetzt wieder, wenn
Geis nicht mehr der Stammspieler ist, wie er bis jetzt immer war. Ne? Wenn die Jungs sehen, dass ein Ersatzspieler auf der Bank so viel verdient, das könnte dann für uns schlecht werden. Wo ist denn Geis überhaupt hier? Ach, die Achten, wir haben ja meistens gesprochen hier. Legt Wert auf Gespräche, Mannschaftsführungsklasse. 2 Punkte gewonnen. Und das geht sofort hoch hier. Das geht sofort hier. Fehlende Ziele 3. Frustrationen haben wir keine. Ich möchte keinen Wettbewerb auf der Position. Das kann ich dir nicht garantieren. Das kann ich dir nicht garantieren. Ich möchte fair bezahlt werden. Naja, Janel, was kann ich dem sagen? Sehr verbessert. Höhere Ziele. Ne, höhere Ziele sind natürlich Blödsinn. Das ist natürlich echt Quatsch. Andere Einstellung, ja, das können wir nicht wegtun. Das geht nicht. Das wird uns begleiten. Das sind natürlich logischerweise und witzigerweise auch die beiden, die da um die Position kämpfen, ne? Zweite Mannschaft, wie sieht's da aus? 73. Ist auch jetzt nicht so schlimm hier, die unfairen Gehälter. Bisschen was reden können wir noch. Mausen. Höhere Ziele, was hat er? Und da er momentan Stammspieler ist, kann man das durchziehen. Daniel Sauer, sehr verbessert, mehr kommen. Na, mich im Training gefordert, werden Stammspieler sein. Grätsche. Es ist eigentlich nicht gerade das Sinnvollste, wenn du so einen Spieler Grätsche trainieren lässt, aber weil es eben gerade hier aufgetaucht ist, dachte ich mir, warum nicht? Ne? Renko Heidegger, du hast das Talent, mach was draus. Das gebe ich ihm jetzt mal mit. Na, die Anfangsschwierigkeiten, die sollte er so langsam abgeschüttelt haben und die neue Umgebung jetzt da so weit kennengelernt haben, dass er seine Leistung aus der Jugend da mitretten konnte und abrufen kann vor allen Dingen auch. Die Taktik, gehen wir also rein, haben alles erledigt. Ohne Kämpf, aber mit einem sehr, sehr guten Sir. Gehen wir da in die Partie. Ich glaube, ja, so 2000, das ist okay. Das ist immer eine Mannschaft aus dem oberen Drittel, gegen die wir da auflaufen. Forrest, der ist, glaube ich, bei Leverkusen lange Zeit gewesen. Nee, dann war das im anderen Let's Play, wo ich das gesehen habe. Habe ich jetzt komplett durcheinander geschmissen. Der ist schon ganz lange jetzt hier bei Bremen. Von Celtic Glasgow damals für 6,75 Millionen eingekauft. 26 Jahre alt. Junuzovic, Elm, Ramirez links. Der bereitet ganz gerne die Dinger vor. Also die Achse hier müssen wir im Auge behalten. Pedersen, Torrichter 89. Der trifft ja eigentlich gegen uns auch, wie er Bock hat. Mal schauen, mal schauen. Wir lassen natürlich die Geschichte mit der Flügelachse hier über Kevin Volland, über Silvio Vasiljevic. Und dann glaube ich, dann läuft es. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal verloren haben. Das ist ewig her. Natürlich hatten wir schlechte Spiele, wie gegen Freiburg, ne, gegen Kaiserslautern, das war auch nicht so überzeugend. Aber wir haben es bis jetzt immer irgendwo wieder geschafft, uns am Ende die Krone aufzusetzen, die imaginäre mit 3 Punkten, eben dieses Spiel gewonnen zu haben. Und heute gegen Bremen, na, das gibt den nächsten Härtetest. Ihr seht oben alles grün angezeigt. Wir haben eine Stärke 904. Das ist echt der Wahnsinn. Diese Mannschaft macht so viel Spaß und ja, wir hören uns wieder gegen Bremen. Macht's gut.